Scum, Baby, Scum, Baby, Baby, Scum, Scum. Ich will wieder heim, dum 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 dum, fühl mich da so allein. Brauch keine große Welt, dum 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 dum, wir haben nach dem Blessford. Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher und mit unserem Böbler. Schön, dass ihr reinschaut. Ich würde heute gerne die Abschlussrunde mit euch machen. Gemeinsam nochmal unten die kleine Kneipe anschauen, dann gehen wir aus der Stadt raus zum See, beziehungsweise ich würde heute auch noch das Auto zurückfahren zu unserer Basis, sodass wir, wenn wir mal Bock haben und uns fehlt der Böbler, im Stream gemeinsam mit dem Spielstand ein bisschen weitermachen können. Und ich versuche natürlich dann auch die Streams aufzunehmen und entsprechend dann zu speichern im Archiv. Bis dahin müsste ich soweit sein. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich habe jetzt die Server-Einstellungen wieder zurückgesetzt. Ja, also wir haben jetzt wieder die ganz normalen Loot-Einstellungen wie im Standardspiel, so wie es halt, sage ich mal, standardmäßig eingestellt ist. Da möchte ich in Zukunft einfach dann nicht mehr drin rumdrehen und so. Und ich habe die Batterie vom Auto so eingestellt, dass die nicht mehr leer gesaugt wird. Ja, das war also nicht wirklich, wenn wir im Stream losziehen wollen, erstmal hier 100 Jahre brauchen, bis das Auto wieder läuft, sodass wir wirklich einsteigen können und sagen können, jetzt gehen wir Gassen, fahren irgendwo hin, mal eine Location oder sowas. Bömpchen, mein Freund, die Kneipe schauen wir uns aber noch an, das haben wir gesagt, und dann gucke ich mal, ob wir, liegt die immer noch von gestern da? Ja, ist der Regenmantel, der war gestern schon da rumgelegen. Und dann gucke ich mal, wie wir heute aus der Stadt rauskommen. Wir haben unsere Keule, wenn es irgendwo pfeift, und wir sind überm Waffenladen. Es kann also gut sein, dass der Typi da unten drin ist. Ich bin gerade mal ein bisschen still und höre mal, ob ich den irgendwo höre. Ich höre auf jeden Fall was. Aber es pfeift man noch nicht, ne? Oh. Böble, du... Ah, scheiße, ich habe gedacht, ich habe die Keule noch in der Hand. Deswegen habe ich jetzt so oft drauf gedrückt. Böble, was ein Abschluss. Ich denke die ganze Zeit, wieso holt denn der nicht aus? Warum knallt denn das so? Oh, Lego Mio. Ach ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich im Singleplayer spiele. Im Multiplayer hätten wir nicht viele Folgen gehabt. Böppchen, du bist, glaube ich, irgendwie falscher Ausgang. Jog mal ein bisschen. Hä? Wie sind wir denn gestern? Wir sind doch im Waffenladen rein. Ah, da drüben ist die Kneipe. Ich lasse den Waffenladen jetzt Waffenladen sein. Ich gehe jetzt nur noch in die Beutz. Wir gehen jetzt bloß noch schauen, ob wir was im Trinker finden. Da kehren wir ein, da gehen wir nicht mehr rein. Also Bömble, manchmal... Guck mal, mach mal wie ein Mensch. Nabend, beziehungsweise morgen. Jo, da liegt doch schon Lasagne auf dem Tisch. Oh, Bömble. Ach, die muss man durchsuchen. Was haben wir denn? Geräuchertes Gänsefleisch mit 100%. Und ich habe die Server-Einstellungen zurückgesetzt, ne? Ich traue ja nicht. Ist roh, sagt er. Bömble, haus rein. Das ist gutes Essen. Boah, das ist bestimmt total lecker. Ich habe voll Bock drauf. Wie sind denn deine Werte eigentlich? Beziehungsweise hier? Ey, hier, oder kriegen wir auch noch ein Häufle zu sehen heute? Und eine Brunserle. Ich liebe die halt, ne? Ich finde die total gut. Konnte man hier nicht auch die Mucke anmachen? We shut the DJ. Was steht noch drauf? Das haben wir schon mal gelesen. Ich habe mich so gefreut. Wartens, Erna. Böhm blendet im Kampfmodus. We shot the DJ and equipment. Bring your own music. Wie gut. Bring deinen eigenen Scheiß mit. Da kann man was machen, aber irgendwie braucht man da noch einen besseren Skill oder irgendwas? Irgendwas? Ich dachte auch, dass wir damals hier Musik gehabt haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt will ich aber mal gucken, ob da vorne... Ich finde die total gut, voll gemütlich. Hier würde ich auch gerne mal einen Abend verbringen. Die Pfannkuchen gehen nicht, okay. Die ist leer. Da ist nochmal ein Dings. Guck da... Nee, auch nicht. Ja, aber immerhin, wir haben was Cooles zum Essen gefunden. Böble freut sich. Was haben wir hier? Nudity. It's highly encouraged by management. Weil ich wusste es mal so... Hell with the dark, beware of the fire. Of the wife, of the fire. It's a dirty word. Ich mag das halt, das ist unheimlich cool, weil da steckt echt viel Liebe zum Detail drin.
Jo, da ist nochmal eins. Gänsefleisch. Gänselfleisch, Bemperl. Und guck mal, hier ist auch nicht schlecht, das mal so zu sehen, in-game. Ich find's gut. Haben sie schön gemacht. Sehr, sehr gemütlich. Hast du schon durchsucht, gell? Guck mal in die Schränke noch kurz. Vielleicht findest du noch. Ich will mir jetzt kein Whisky geben, sonst habe ich die ganze Zeit wieder die Schlieren im Bildschirm. Er sieht das etwas anders. Ich spür's schon. Bämble. Mandarin mit 69%. Die lassen wir, oder? Was blinkt denn da jetzt gerade so? Ist da ein Mech drin oder was? Bei mir, da liegt eine Dose. Guck mal, was für eine ist. Ein Rindereintopf. Kriegst du jetzt mal für ein paar Minuten oder schwitzt man dann gleich wieder alles voll? Nimm mal den Rindereintopf mit. Hier haben sie gekocht. Da darfst du natürlich dann nicht gucken, ne? Sonst ist das mit dem Essen nämlich gleich vorbei. Da darf man dann nicht so genau gucken. Ach, das Licht hier ist kaputt deswegen, aber das flackert ordentlich. Guck mal, hier findest du auch tatsächlich mal wieder ordentlich ein paar Sachen, weißt du? Ist schon recht. Ich bin mal in den Keller. Ich glaube, im Keller war ich noch nie. Wie geil. Ich glaube, hier haben wir noch nicht rumgestiert gehabt. Kannst sogar welche durchsuchen. Ist aber nichts drin. Was meinst du, haben die hier eher Wein oder haben sie eher ein Whisky? Boah, so ein Whisky, wo so eine ganz leichte Note hat. Von einem gereiften Fass, ja, von einem Fass. Kann schon was. Kann schon was. Shotgun Shells brauchst du nicht. Fläschle Wein. Komm, bei mir trinken einen Schluck. Nur einen Schluck. Ich höre doch schon wieder. Er gönnt ihm noch nicht mal ein Fläschle Wein. Einen Schluck. Ein Fläschle. Komm, aber nur einen Schlückle. Nur einen halben. So. Wegen den Schlierenbömble. Ich gönne dir das natürlich. So stelle ich mir das halt vor. Du gruschelst hier durch, dann nimmst du mal da einen Zug vom Wein, denkst, boah, schmeckt schon ein bisschen nach Essig, nicht so meins. Oh. Da, wer die alten Staffeln gesehen hat, der weiß, die Melone, die ist unser Freund. Die Melone kann was, wenn man nicht aufpasst. Hast du durchsucht? Hast du sogar eingesteckt? Jo, also die Kneipe wollte ich auf jeden Fall nochmal wieder sehen. Die hat mir so gut gefallen, immer noch. Ist ja auch eine große, ne? Hast du eine Weile zu tun, bis du alles durchsucht hast. Bambi, der Spaß endet nie. Frage ich mich gerade, wo er schon wieder sein Kepler hat. Passt doch alle. Und lass die Maske da, die verkaufst du ja dann sowieso nicht. Komm. So, deine Unterbuchs. Ne, die kannst du auch da lassen. Heute war der Tag, an dem er sich von der Buchse trennte. Da hat doch schon wieder einer gebrüllt, ne? Was? Farting Area? Ach, jetzt ja, klar. Klar. Sehr gut, das habe ich noch gar nicht gesehen, das Schild, guck mal. Farting Area Ender at own risk, oder? Beware of, well, just beware. Sehr gut. Gutes Kloschild. Hier auch nochmal. Oh, das Graffiti. Alter, Kratz Graffiti-Glob. Alter, staubt es. Keule kann noch was. Alles gut. Also, meine Lieben. Schöner Abschluss, was die City angeht. Selbstverständlich an der Stelle, ihr wart ja dabei. Wir haben bei weitem nicht alles gesehen von der Stadt. Da ist noch einiges zu entdecken. Da gibt es super viele Gebäude. Aber einen kleinen Einblick, glaube ich, konnte man gewinnen, dass es nicht nur von oben groß aussieht, sondern auch tatsächlich viel zu bieten hat. Ich bin jetzt hier. Wir versuchen, also hier ist das, es ist ja auch nicht wirklich weit, ne? Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir südwestlich, ne? Ne, südöstlich. Wir laufen jetzt einfach südöstlich Richtung Ausgang. So machen wir das jetzt. Südöstlich, genau da lang. Wenn wir jetzt irgendwo pfeift, tu mal einen Gefallen. Und ist da hinten hinterm Baum auch noch mal einer?
Nee, ist nur eine Wurzel, aber der. Was mit dem da? Nur für den Fall, dass gleich noch einer angerannt kommt. Bist du noch südöstlich? Ja. Jetzt noch heil rauskommen, dann haben wir eigentlich die Stadt ganz gut gemeistert. Würde ich jetzt mal behaupten. Gemeistert in Anführungszeichen. Das Schönste war eigentlich der Absprung. Vorne ist nochmal einer. Den kriegen wir auf 100 Meter, ne? Zwei. Drei. Vier. Hast noch Energie, bissle? Ein bisschen Panik, dass wir doch sterben, weißt du? Sind alles C1er. Bömbi, hast du gut gemacht. Bin mittelschwer stolz auf dich, Digga. Hat jemand gesehen, wo der ist? Bin ich jetzt gerade schnurstracks in den Waffenladen rein? Ich behandle einfach mal eine, sonst trains zu arg runter, weißt du? Das Pfeifen war dann das Ende. Die da warten wir ab. Junge, Junge! Böble. War man denn da jetzt so gepfiffen? War das der Waffenladen? Ich glaube, als ich bin aus Versehen zum Waffenladen, um mich zu retten. Und da pfeift's, ne? Okay, wir warten kurz. Die verheilt ja ziemlich schnell hier. Und dann gucken wir mal, dass wir eine ganze viel Action machen. Ist komisch, ne? Da vorne habe ich geschossen, da hat es kein Problem gemacht. Ein paar Meter weiter habe ich geschossen. Kam sie angerannt. Junge, Junge. Bimper. Hey, guck mal. Da haben wir aber Glück gehabt jetzt, dass da irgendwie... Mir ist ziemlich heiß. Das ist klar. Ist mir schon klar. Hier ist... Ding ist jetzt auch kaputt. Die ist heiß, Digga. Ich will aber nichts hergeben. Komm, auf raus. Schwitzt halt noch ein bisschen. Immerhin, ich meine, vier Stück mehr oder weniger hintereinander, das haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und hier liegt noch der fünfte, ne? Vorne ist noch einer. Jetzt machen wir nur noch Keule, Bömble. Oh, nur noch Keule. Der hat einen Regenmantel an, deswegen. Ich war kurz schon wieder irritiert. Ja, komm her. Manchmal sehen die so aus, als ob die den Boden poppen, ne? So, Mausi, zeig ich mal kurz den Kompass. Super Richtung, passt. Passt. Jab, 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 düdeli, düdeli, dü. Willst du dem Flusse entlang? Nicht wirklich, ne? Du willst einfach nur raus hier aus der City. Das Schöne ist ja, dass wir draußen alles haben. Wir haben eine kleine Base, wo wir ein bisschen weiterschrauben können, mal im Stream. Wir haben Auto. Wir haben Waffen. Und wir haben vor allem noch lange nicht alles gesehen. Ey, die City ist gut voll mit denen. Der sieht uns auf jeden Fall. Den musst du noch wegmachen jetzt, ne? Hallo, Meisterlampe. Du alte Zombie.
hau rein, der darf nie ausholen. Den magst du, ich weiß, weil der das coole Hemd hat, wo dir so gefällt, ne? Ich bin immer noch im Sommermodus heute. Alles für den Bambi. Warum will er denn jetzt unbedingt da lang? Egal, lass ihn. Wird schon wissen, was er macht. Bömpchen, ich habe keinen Plan, wo du heute hinläufst. Einfach noch mal ein bisschen die Hinterhöfe abklappern. Okay, verstehe. Getriggert sind sie gleich, ne? Was halt auch mal der Hammer ist. Wie dieser eine... guck mal, der da... der Leute, ich glaube, der Pfeifer ist hinter uns her. Wie ich mal voll woanders bin. Nee, aber die ist kein Pfeifer. Aber der war da drin irgendwo im Gebäude, der hat sich nur so angehört kurz. Ich glaube, heute haben wir einfach nochmal vom Spiel eine kleine Actionrunde geschenkt gekriegt. Mr. Phänomen. Wo bist denn jetzt gerade? Gott sei Dank erledigen sich die von selber. Haya. Schüssinger. Wie gezielt die aber mittlerweile auch schon ist die KI, ne? Klar, sie verfolgen dich ein Stückchen. Und die kommen dann auch tatsächlich zu dir hoch auf den Glascontainer gesprungen. So sind wir ja schon am Stadtrand ein bisschen, oder? Ja, jetzt pass mal auf, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen weiter. Und dann kreuzen wir da hinten die Straßen und dann sind wir auch schon auf dem Weg zum See. Das war jetzt das, was eigentlich in der Stadt los sein sollte, ne? Das sollte man nicht so frei sich bewegen können. Da muss der Weg eigentlich an jedem Eck. Naja, so wie... wie es halt ist, da wo sich viele sammeln, ne? Super Market ist da hinten. Auch bestimmt ein interessanter POI. So, siehst du, wenn wir jetzt mit dem Auto hergefahren wären, wäre es jetzt am Auto und dann könnte man heimsausen. Aber irgendwo hast du deinen Flieger. Irgendwo steht dein Flieger in der Luft. Schönes Ründchen war das jetzt mit der City. Hat mir nochmal richtig gut gefallen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Das Auto steht hier, gell? Ich habe aber das ja eingestellt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt am Anfang der Folge gesagt habe, dass die Batterie sich nicht weiter leer saugt. Und ich nehme mal schwer an, dass das für uns bedeutet, wenn wir heute bis zum See durchstoßen gemeinsam, dann können wir auch im Stream die paar Meter kurz zum Flugplatz rüberlaufen und können das Auto holen. Da dürfte eigentlich die Batterie noch geladen sein, ein Stück. Schön, dass die Runde haben wir gemacht. Stylisch angekommen, das eine oder andere gefunden, ein bisschen Sachen ausprobiert. Gerade Masken haben wir jetzt hier drin viele gefunden gehabt, gell? Ein paar Zombies haben wir auch noch weggeballert. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Ich überlege gerade, ob wir das noch auf uns nehmen, aber es ist schon weit darüber zu sitzen. Sei, wenn ich ein Fahrrad finden würde, wäre es jetzt witzig. Aber find mal dann ein Fahrrad, wenn du es brauchst, ne? Weil Fahrrad wäre jetzt aus dem Grund witzig, weil wir ja mit dem Fahrrad angefangen haben, ne? Ja, Bömble. Ey, aber das sieht so aus, als hätte der unten drunter, als wäre es wie eine Hose gemacht, gell? Der killt. Guck mal. Ist das vielleicht so einer? So, Bambi, du kannst ja langsam laufen. Bis du auf 100 bist und dann jogg mal leicht, ne? Das ist ein super Spiel. Also für das... für so Momente. Deswegen, ich freue mich da unheimlich. Der Bömble ist ja längst in unseren Herzen. Der gehört ja längst zu uns dazu. Und wenn du damals so alle...
Ja, also irgendwie, es gibt so Phasen, da denke ich einfach jetzt ein bisschen mit dem Bömble hier gemütlich unterwegs. Das war im Stream auch mal toll, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da unsere kleinen Ründlen machen. Müssen wir mal gucken, da kommen ja bestimmt auch noch ein paar Updates, wo vielleicht mal was Interessantes ist, neue Items, neuer Spot oder so. Könnte man dann immer schön zum Anlass nehmen, zu sagen, komm, machen wir mal eine Mittwochsründle mit dem oder so. Ja, es ist auf jeden Fall ein saulanger Weg dahin. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal bis zum Fluss noch gemeinsam. Und dann überlege ich, ob ich einen Schnitt mache oder ob wir einfach dann im Stream den Rest gemeinsam laufen. Dann komme ich auch wieder ins Spiel rein. Böble gutes Auge, aber der ist leider, leider total schaden. Der ist leider total schaden, Digga. Steht denn unser Bulldog eigentlich im Schnee, gell? Das wäre natürlich auch eine Aktion, wo wir dann noch machen wollten oder können, dass wir uns nochmal einen Flieger holen und dann diese im Schneegebiet beim Händler wollten wir doch diese super kleine, enge Landebahn mal probieren, ne? Und wir haben, wie gesagt, die große Waffe, die wir dann noch einweihen müssen. Da müssen wir dann natürlich auf Mechjagd gehen. Jo, mal gucken. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir das Update schon gut mitgenommen haben. Es war, glaube ich, die längste Staffel bisher, was wir mit ihm gemacht haben, gell? Muss aber sagen, diesmal hat er mich auch wieder getragen. Also ich hatte ja schon vor einigen Folgen so das Bewusstsein, jetzt wird es dann Zeit für Päusle. Und wenn dann natürlich so getragen wirst von den Leuten, die genauso viel Spaß haben beim Zuschauen wie ich beim Zocken mit unserem Kerl hier, da machst du automatisch dann ein bisschen mehr, wie du geplant hast. Jo, jetzt gehen wir noch zum Fluss runter, Bümble. Der einsame Wolf. Schön, wenn ich mir überlege, wo wir herkommen, was wir jetzt alles gesehen haben. Wir haben viele Meter gemacht, zum Teil auch über die Map rüber. Einmal Sonderaktion von Bümble, allein über die Map. Weißt du, was ich gar nicht verstehe, dass du dich jetzt hier hinlegst? Da vorne könntest du in der Zeit, wo du ausruhst, einfach mal ein paar Maiskolben vielleicht durchsuchen. Weißt du, das haben wir da auch. Siehst du? Einmal Maisi. Stückle Brot reingebellert und schon bist satt, weiß ich mein. Was richtig Wichtiges haben wir jetzt hier nicht gefunden, außer die zwei Zangen, gell? So, beim Bekommen, jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen auf Leger und cool. So. Ich muss sagen, so gefällt es mir eigentlich recht gut. Mit deinem Schottenrock. Eigentlich eine stylische Mütze würde ich dir jetzt auch noch gönnen. Hast du die Flieger? Die Fliegermütze hast du weg, oder was? Warum? Egal. Du entscheidest. Dein Körper. Deine Klamotten. Ja, ich lasse jetzt halt ausklingen, gemütlich, ne? Schöne Runde war es, Leute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde mal aber hier noch geschwind ein Boot. Könnte man vielleicht in den Sonnenuntergang reinrudern, Bömble. Wäre das nix? Müsste ich fast mal gucken, ob hier. Gut, das war's mit dem Sonnenuntergang. Weißt du? Sonnenuntergang triggern. Wo bist du weg? Das ist nur eine Wolke, oder? Jo, guck mal. Kommt der Wetterle. Wo sind wir jetzt? Jo, sind wir schön raus. Ja, es ist jetzt nicht wirklich weit, ne? Bis darüber. Es zieht sich nur, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Das ist der Nachteil. Auf der anderen Seite, wenn du nichts vorhast. Also wenn ich mir jetzt überlege, mein gut, klar, das ist ja jetzt hier eine Show, ne? Der Bömble ist ja jetzt nicht apokalyptisch hier, sondern es ist ja eine Show, eine Insel, ein Gefangener, der hier Punkte sammelt. Aber wenn das mein Apokalypsen-Szenario wäre hier, ich würde mir da auch keinen Stress mehr machen, weil wenn du dann eh das Gefühl hast nach ein paar Wochen, okay, ich bin allein, die sind alle tot, ich würde da noch nicht mal mehr joggen. Ich würde einfach irgendwie, weißt du. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen würde. Aber ich würde bestimmt auch looten gehen in der City, gucken, hier ein bisschen rumschauen. Schön Spiel. Freue ich mich aber. Bist jetzt sauer? Wir sehen uns doch bald wieder. Und dann geht die Sonne wieder auf, ne? Ist schon recht, ich mache nur Show. Und dann zieht sie es wieder zusammen, weil das ist schon ziemlich gut gemacht. Meine Lieben, jetzt presse ich da auch nicht mehr rein, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch bis an die Wegkreuzung, da rucke ich dann das Bömble hin. Und wer dann Bock und Lust hat, ist im Stream dabei. Dann holt man da direkt wieder ab, machen die letzten Meter, holen das Auto, richten die Waffe und so weiter. Ich kündige die Streams natürlich dann an. Entsprechend, wie gesagt, mein Ziel ist ja, das Archiv auch wieder zu beleben, sobald ich dazu komme. Entsprechend
wird es dann so sein, dass es ein Archiv ist tatsächlich, wie sich so ein Archiv halt verhält. Und ich will auch die Stream-Ankündigungen, wenn ich das Spiel im Vorfeld weiß, wieder so machen, wie es die ganze Zeit war, dass ich sie euch dann entsprechend bei Facebook und auch bei YouTube wieder ankündige. Gerade wenn ich dann schon wirklich weiß, welches Spiel wir zocken und so. Und dann kriegt er dann auch mit, wenn er dann am Start ist, der Gute. Ja, machen wir jetzt eine kurze Abschlussrunde. War eine schöne Staffel. Jetzt genieße ich aber gerade noch ein bisschen die Lichteffekte hier, ne? Wie die Sonne halt durchbricht durch die kleinen Wolkenlücken. So, ich könnte mir vorstellen, dass das gerade ein ziemlich angenehmer Regen ist. Und das macht Laune. Ich weiß nur nicht, wie es ist, wenn man einen Kilt anhat, der sich vollsaugt. Leute, an dieser Kreuzung endet unser kleiner Ausflug zum Update 07. Ich sage jetzt einfach mal, ohne es zu versprechen, wenn der liebe Gott will und wir alle noch eine Weile... Also ich will es mal anders ausdrücken, das hört sich so sentimental an. Wir sehen uns bestimmt mit Bömble hier auf dem YouTube-Kanal auch mal wieder. Mit weiterem Content. Ist einfach ein Charakter, den ich unheimlich mag. Ich freue mich sehr, mit dem Spiel halt immer mit ihm unterwegs zu sein. So, komm, Bömble, mach uns ein Abschiedsgeschenk. So, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich bei jedem, der dabei war, der ein bisschen mit mir hier abgehangen ist, entspannt hat. Oh, Bömble, der ist aber ziemlich gelb, der Strahl, du. Es ist die trockene End. Guck dir das an, wie das mit dem Licht. Hammer. Schade, dass den Baum jetzt voll gesagt hast, weil er hätte jetzt nämlich schön abchillen können. Ja, wir können ja so tun, als hätte er nicht gepinkelt. Ist ja ein Spiel. Wir können ja machen, was wir wollen. Weißt du, es ist jetzt so gut ausgesehen, du unter dem Baum hier. Perfekt. Und wahrscheinlich auch noch genau... Jo, guck mal, genau richtig. Warte, machen wir nochmal einen Abschluss. Er ist uns zugetan. So stelle ich mir das tatsächlich halt vor. Das ist für mich Spömble. Warte mal, in die Kamera sehen. Machen wir hier ein bisschen... Ja, guck mal, das voll, dann bewegt er sich, guckt mit der Hand und so. So, Leute. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, auch im Namen von Bömble. Er schwätzt ja nicht viel, wenn wir unterwegs sind. Und ich freue mich auf den Stream mit euch dann und auf weiteren Content. In dem Sinne, passt auf euch auf und bis bald.